damit das cool aussieht. Action wird. Hallo Friends, ich hatte eben ein paar Calls und heute Abend darf ich einen DJ-Stream haben. Das ist zusammen mit Amazon Prime und die haben mir einen wunderbaren DJ zur Seite gestellt. Und mit dem zusammen darf ich DJen lernen und das wird auf dem Kanal von Amazon Prime stattfinden und ich bin ganz gespannt. Die im Stream immer dabei sind, wissen, dass ich unbedingt immer DJen will und dass ich total interessant finde. Ich liebe Musik etc. Deswegen das lerne ich heute, da bin ich ganz gespannt. Let's go! Ich hab Hunger! So Friends, ich bin jetzt zu Hause, mein Avocado-Toast. Habe ich mir mitgenommen. Jetzt mache ich noch ein bisschen super wichtige Arbeit hier an meinem total tollen MacBook. AKA ich beantworte einfach nur WhatsApp, die ich seit 3 Millionen Jahren nicht beantwortet habe. Und mein Gehirn findet es irgendwie toller, am PC WhatsApp zu bearbeiten, weil dann fühlt sich das auch wie Arbeit an, als an meinem Handy. Und deswegen funktioniert das. Weiß ich nicht, Digga. So Friends. The girl is fresh, the girl is clean. Ich habe jetzt meine Haare gewaschen und jetzt fülle ich meine Haare. Und das dauert approximately... Ich habe meine Haare geföhnt, ich habe mir Make-up ins Gesicht geklatscht. Wow, unglaublich, was das ausmachen kann. Ja. This is my outfit for today. A mixture between beige and green. So ein Langarm-Ding, was so ein bisschen durchsichtig ist. Wow. Und dann habe ich darüber so ein Shirt angezogen. Das ist von meinem Homie Marius Sperl. Ich grüße ihn raus. Er macht wirklich sehr, sehr frische Klamotten. Sehe ich aus wie eine DJ? Sehe ich aus wie jemand, der ein paar... Tunes raus, das mache ich nie wieder. 12 seconds later. So, jetzt aber mal auf. Jetzt aber mal Etzela, Galoppa, Galoppa. Wir müssen los, Leute. Sattelt mal die Pferde, es geht los. Ey, es tut mir leid. Jetzt komme ich wieder vor. Sorry. Es war ein richtig cooler Stream. Hat sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, weil das halt live war und wir aufgrund von der Musikrechten leider Gottes können wir das nicht speichern. Deswegen, vielleicht ist Dominik ein Zauberer und schafft es, hier euch ein paar Einblendungen zu geben von dem Stream. Dann vielleicht nächste Woche, ne? Genau. Ja. Ich weiß nicht, ob euch solche normale Sachen halt auch interessieren, wenn ich jetzt nicht gerade hier auf einem super krassen Event unterwegs bin, sondern halt auch nur mal so, ja, was macht die Alte eigentlich in ihrem Alltag so und macht sie. Ich schmink mich jetzt ab. Erstmal einfach ein bisschen einmassieren, jetzt denkt man sich, Anova, da passiert doch nichts. Siehst du doch nur aus für das Peanut Butter Baby, das ist doch nichts, das ist doch Quatsch. Wo wir jetzt erstmal die erste Schicht an Spannbeton von der Fresse poliert haben, gewaschen haben, gehe ich jetzt einmal nach. Jetzt ist aber noch nicht den ganzen... Oh, hier sammelt sich auch leider Gottes immer noch hier der Rest von dem Make-up. 2 hours later. Jetzt sieht es aus wie 11. So, dann noch so ein bisschen, ich mache mal sowas hier. Das ist, glaube ich, so Gua Sha oder so. In der Hoffnung, dass mein existenzieller Doppelkinn halt irgendwann verschwindet. Aber er wird's nicht. Der Doppelkinn ist nun ein Teil von mir. Ey Leute, ich muss euch was Geiles zeigen. Ich habe noch keinen Namen für ihn. Ich weiß noch nicht, wie ich ihn nenne. Aber he is my best friend. Weil das ist so weich. Ich squish ihn mal ganz kurz für euch. Guckt euch das an. Wie knautschbar er ist. Und er hat so eine weiche Haptik. Er ist mein Liebster. Ja, eigentlich würde hier mein Freund liegen, aber da ist Mr. Bear. Genau, jetzt werde ich noch Zähne putzen und dann gehe ich pennen. Ey, super spannend. Das haben wir alle gebraucht. Das war der Content, der wichtig war hier. Ich weiß es doch, ihr wollt es doch sehen. Ihr wollt auch so... Day 2. Hello Friends, good morning in the morning. Heute sollte ja eigentlich das Paket kommen von meinem Sessel. Aber ich habe gerade eine E-Mail bekommen, dass die anscheinend einen Fahrzeugausfall hatten und dass das Fahrzeug kaputt ist. Und deswegen wird da jetzt ein neuer Termin gemacht. Und deswegen werde ich jetzt meinen Streamplan fertig machen und dann wird gestreamt. Mein Streamzimmer gleich ein bisschen hübsch machen, die Weihnachtsdeko raus und dann wird gestreamt. Ja. Und Leute, richtig geil. Ich habe für morgen, habe ich ganz spontan einen Friseurtermin bekommen. Da nehme ich euch dann mit, weil ich ja meine Haare abschneiden will und blonder machen will. Weil das hier ist ja meine Naturhaarfarbe hier oben. Und ich habe die jetzt halt voll lange rauswachsen lassen. Also bis hier sieht man das ja. Damit die halt so ein bisschen gesünder werden, weil ich mein Leben lang ja meine Haare blondiert habe. Ich schicke Dominik mal ein Bild, das ihr jetzt hier einblenden kann. Als ich so Khaleesi-Haare hatte, also ich habe meine Haare sehr krass blondiert damals. Und da waren die echt im Arsch. Und deswegen will ich jetzt ein bisschen Strähnen machen, damit ich allgemein ein bisschen blonder aussehe. Aber die Haare trotzdem nicht drunter leiden. Und die Haare auch ein bisschen abschneiden. Freunde, ich bin gerade beim Friseur. Ich mache nämlich Seiten auf Null. Und oben habe ich gedacht, lass ich so ungefähr abstehen. Vielleicht so Bastard-mäßig oder so. Schauen wir mal, ne? Also das ist jetzt so, ich nenne es die Ananas.
ist ein bisschen wild, ne? Ich zeige euch mal ganz kurz meine wunderbare Haarpracht jetzt nach der großen Transformation. Ihr wisst ja, ich habe sehr lange Haare gehabt. Und jetzt sind sie nicht mehr sehr lang. Was denkt ihr? Hey, lasst doch gerne einen Kommentar da. Wie sehe ich damit aus? Findet ihr, ich sehe besser aus, schlechter aus, gleich beschissen? Sagt es mir doch einfach gerne. Und ich furze nicht, sondern das ist tatsächlich der Stuhl. Are you sure about that? Es gibt mir auch so ein bisschen so Mom-Vibes. Ich möchte meine Kinder bitte in einem Porsche Cayenne abholen und dann zum Hockey fahren und dann nichts weiter an meinem Kopf nehmen, außer ein Aperol. Und vielleicht den von meinem Freund. Was verschluckt? Day 3. Der frühe Vogel den Frosch. Ich bin seit 8.30 Uhr nämlich schon wach und für die meisten Menschen da draußen ist das eine völlige Normalität. Aber für mich ist es was Besonderes. Auf jeden Fall habe ich jetzt die ganze Woche lang Fahrschule, jeden Tag. Falls ihr aus der Nähe von Köln kommt, würde ich jetzt die Woche Straßenverkehr durch meiden, ne? Ich werde jetzt das erste Mal ins Auto steigen. Bari, hast du Lust? Hast du Angst, dass ich uns umbringe? Nein? Hi. Hallo, das ist Bari, Leute, der ist von vorne. Hallo, ich bin Bari. Was geht? Ich steige jetzt mal ins Auto. Ich gehe jetzt weg. Freunde, die Junge Schmink, die Maus ist wieder am Start. Ich habe niemandem umgefahren. Ich habe keinen Unfall gebaut. Und es war nice, Leute. Das war mein erstes Mal im Auto sitzen, fahren. Wir sind direkt auf die Straße. Ich bin direkt hier gefahren und bremse so ein bisschen schwierig noch. Also ich bremse schon, obviously, aber es hat ein bisschen so... Guten Abend. Aber ich lerne. Ich habe einen Benz AMG. Mein Benz. Roll ich wie ein Ghetto-Präsident. Dicke Shoutout an Fahrwerk Köln. Alter Bari, bester Mann. Bester Fahrlehrer überhaupt. Das macht richtig Spaß. Es war so surreal, weil ich halt die Straße ja natürlich immer als Beifahrer mitgelebt habe. Und jetzt halt so, ich bin einfach die ganzen Strecken, die ich gefahren bin oder die ich normalerweise halt irgendwie im Uber fahre oder mit anderen Leuten mitfahre, bin ich einfach selber gefahren. Ich bin einfach von meiner eigenen Haustür gefahren. Das ist komplett verrückt. Ich habe heute meine dritte Fahrstunde. Ich war gestern auf der Autobahn. Das war so verrückt. Und ich habe mich extra geschminkt, weil Bari, mein Fahrlehrer, bester Mann, ein paar Fotos macht, ich glaube, für seine Webseite oder so. Und deswegen habe ich mir gedacht, da kann ich mich auch mal ein bisschen bereiten. Was ist das für eine tolle Werbung? Ja, super. Und ja, ich habe kein WLAN seit 2 Tagen. Was bedeutet, ich kann nicht streamen. Absoluter Schmutz. Absolut schlecht, absolut scheiße. Hello Friends, ich wollte euch mal ganz kurz mein absolut krasses Fahrschulauto zeigen. Siehst du meine Rollies? In mein Benz. Brumm, juhu, Gas. Hello Friends, ich bin heute bei den weltweiten Wohnzimmerjungs. Hey, da sind sie. Hilfeverbot! Tut mir leid, entschuldigen Sie. Ja, wir haben jetzt einmal schon, was haben wir gerade aufgenommen? Ich hab noch nie, genau. Und jetzt machen wir, weiß denn sowas? Und erkennst du den Song live? Es wird total toll. Es wird geil. Nova. Ja. Social Media Star und Social vs. Wild, Gewinnerin der Herzen. Mhm. Damit herzlich willkommen zur brandneuen Folge Wer weiß alles. Ey, das ist ja der Oberhammer. Danke, Mann. Oben gibt's ein tolles Video von Auf Klo. Und zwar, hast du schon mal betrogen? Und unten gibt's die letzte Folge Wer weiß alles. Mega. Ich bin der beste Slackliner Deutschlands. Ey, das ist der Oberhammer. Danke, Jungs. 3 weeks later. Ja, kann der Kameramann sein. Und dann fällt der von unten. So Leute, die Problematik ist, ich habe das hier bekommen, das ist von Meek, so eine neue Schmuckkollektion, die Modern Pirate, auch mit Only You, super geiles Teil auf jeden Fall. Eigentlich ist das so eine super coole PR-Schatzkiste, die ich jetzt aufmachen darf, aber irgendjemand, ich weiß nicht wer, hat den Schlüssel verschnappt. Ich habe jetzt 2 Möglichkeiten, also Mikey meinte, das hier vorne zu knacken, das finde ich absolut quatschig, ist eine absolute Quatschidee. Ich als Handwerker-Tochter habe mir natürlich direkt gedacht, haha, drehen wir den Aal einfach um. Und wenn ich das hier einfach aufschraube, müsste es meinen Berechnungen nach funktionieren. Kann dir sonst auch einen Akkuschrauber geben? Ey, wenn ich wüsste, was ich hier gebe, um an seinen Schmuck ranzukommen, ne? Tada. Ja, ich hab's jetzt halt kaputt gemacht. So, das ist richtig intelligent. Ja, Hamburg, meine Perle, du wunderschöne Stadt, du bist mein Zuhause, du bist mein Leben, du bist die Stadt, auf die ich kann. Kannst du es auspacken? Auf die ich kann. Oh, Hamburg! Was steht da? Nova. Ahoi Nova. Was steht da? Ahoi Nova? Da steht Ahoi Nova. Sag mal. Nee, das steht schon Ahoi Nova, das steht jetzt kein anderer Name. Okay. Ich wünsche dir viel Spaß in meiner neuen Kollektion Modern Pirate. Fun Fact dazu, habe ich mir überlegt den Namen, ne? Aber du wurdest ja auch namentlich erwähnt auf der Karte, oder? Ja, stimmt. Sag mal kurz.
So, wir haben hier schon das erste Produkt. Etwas total tollen Samtstoff. Gefällt mir sehr gut. Den würde ich tatsächlich auch, also wenn ich den tragen würde, dann würde ich den vielleicht so hier so ran vielleicht. Mit so einem Clip. Ich glaube, das, das ist cool. Auf jeden Fall. Ja, finde ich auch ein richtig cooles Design liegt. Also das ist wirklich der Oberhammer. Das würde wirklich echt Gas geben. Sieht übel nice aus, Modern Pirate. Das ist ich bin cool. auch eine absolute Piratin. Arr! Ich trinke auch sehr gerne rum beispielsweise. Und ich mache auch gerne rum.